YouTube, hey, und damit herzlich willkommen zu meiner zweiten Ausgabe schon, zu meinem Bogen-Let's Play, in dem ich einmal über jede Karte mit dem Bogen gehe. Ja, heute ist Leighton Lake dran. Beim letzten Mal war ja Hirsch-Fan, schön Dia-Rothirsch geschossen. Der zweite ist leider abgehauen, da hatte ich keine Lust mehr hinterher zu laufen, aber den erwischen wir auch irgendwann. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video, damit let's go. Ich glaube, Leighton Lake ist eine noch der wenigen Karten, bei denen ich noch nicht alle Aussichtspunkte eingesammelt habe. Mir fehlen jetzt hier offensichtlich noch drei an der westlichen Seite. Ach nee, hier fehlt auch noch einer. Ja, okay. Oh, fünf hier oben. Lol. Also, okay, zu dem da oben können wir vielleicht mal hingehen. Wir gehen ja ein bisschen spazieren und da können wir auch schon mal so einen Aussichtspunkt mitnehmen, oder? Trinkt er da etwa Freeway Cola? Ja, Inflation trifft uns alle. Leider. Da unten ist anscheinend ein Schwarzbär. Zusammen mit einem Schwarzwedelhirsch. Entschuldigung, kein Weißwedel. Schwarzwedel. Und seiner Frau. Okay. Schön. Schöne Szene. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht können wir das Männchen schießen, aber dann müssen wir halt hier den ganzen Weg runter. Oh. Da ist er. Noch 150 Meter, okay. Er ist umherziehend, das ist nicht so gut. Er haut ab. Also irgendwie zeigt sich heute auf dieser Map nichts. Bisschen schade. Aber ich guck mal ganz kurz, wie spät wir es haben. Ja, nicht, dass ich dann mal... Ich gehe, glaube ich, mal an den Fluss oder so. Am Fluss ist ja eigentlich immer was los. Oh, wenn ich den jetzt erwische, das wäre mega nice. Schade. So, da haben wir den Bären. Ja. Bitte. Bitte. Nein. Ach, ich habe ihn schon wieder nicht getroffen. Oh, er ist weg. Schade. Da ist er. Da ist er. Zack. Und da haben wir sie. Die Bären. Ja, es ist nur eine Bären. Aber ja, ich hätte auch lieber in großen Bär geschossen. Aber was willst du machen? Steck's nicht drin. Das ist der erste Schuss heute. Also der gesessen hat. Zumindest. Schauen wir mal. Wie gut wir sie getroffen haben. Sehr niedrig. Oha. Haben wir sie vielleicht gar nicht tödlich getroffen? Ja, sie läuft noch sehr, sehr weit dafür, dass wir sie eigentlich so schön mittig getroffen haben. Läuft sie noch sehr weit. Vorne ist ein Elch. Hat mich jetzt schon zweimal gewarnt. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Bären, aber ich glaube, dass die Bären... Jetzt ist das dritte Mal. Ich glaube aber, dass die Bären den Treffer ausschwitzt. Also ich hab die irgendwie schlecht getroffen. Obwohl ich die direkt mittig so auf Lungenhöhe... Boah. Es kann wieder sein, dass der Pfeil genau so irgendwo durchging, wo er nicht durchgehen sollte und so. Also hier ist auf jeden Fall tiermäßig schon ein bisschen mehr los, aber irgendwie... Kommen wir nicht zum guten Abschuss. Also die Bären eben, die war auf jeden Fall
Ein Schuss in den Ofen. Da ist der Bock. Bist du alleine? Sieht so aus. Okay, ich könnte den jetzt so richtig schön von hinten. Ich hoffe, das war ein tödlicher Treffer. Ich hoffe, das war ein tödlicher Treffer. Mir war sonst auch kein Bock dabei. War nur der eine. Blutungsgrad sehr gering. Ja, um die kümmern wir uns gleich. Ja, sehr gering klingt schon wieder scheiße. Was ist denn heute los mit dem Bogen? Eigentlich ist es immer egal, wie ich die treffe. Also wenn ich den jetzt von hinten getroffen habe, dann müsste ich den trotzdem tödlich getroffen haben. Wisst ihr, was ich meine? Okay, da haben wir den guten. Und, das könnte... weiß ich nicht, ob das ein guter Treffer war. Nein, war es nicht. Oh nein, ich habe den Halswirbel um Zentimeter verfehlt. Oh, er wäre sonst Silber gewesen, 170,99. Schade, schade. 212, das ist schon der coolste aus der Gruppe, ne? Den sollten wir schießen. Der Wind ist nicht auf unserer Seite, aber das kriegen wir schon hin. 160 Meter. So, da müssen wir jetzt natürlich drauf achten, auf den Wind und so. Der Wind kommt ein bisschen von links. So, 115 Meter. Ich habe den anderen getroffen. Ich habe den anderen getroffen. Lol, wie viele Pfeile habe ich jetzt verschossen? Ich glaube, 4 oder so. 3 oder 4. Krass. Also den ersten, den ich eigentlich wollte, habe ich nicht getroffen. Und den anderen bestimmt nicht tödlich, weil das eben so eine Hauruck-Aktion war. Lol. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich sollte eigentlich viel, viel näher rangehen. Aber ich glaube, den hier, den ich eben gerade getroffen habe, den habe ich gut getroffen. Den habe ich gut getroffen. Hier kommt ein Mädel zurück. Ja. Und. Oh! Sehr gut. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge The Hunter Call of Survived. Heute die zweite Map gewesen, auf der ich nur mit dem Bogen unterwegs war. Leighton Lake war nicht so, hat nicht so gegönnt heute, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, wir haben wenig gesehen und eigentlich nur, soweit ich mich erinnere, nur ein Tier wirklich verwertbar geschossen. Und zwar das letzte, also den Weißwedel in Gold. Der Rest, die ganzen Bären und so, die wollten alle nicht und hatten keinen Bock und so. Also irgendwie, Leighton Lake war schon mal besser. Weiß ich nicht, ob das daran lag, dass ich heute mit dem Bogen unterwegs war oder ob schlechtes Wetter war oder neblig oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich hier schon bessere Tage auf der Map. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.